Einen wunderschönen. Ich bin's Matthias von Unlimited Customs, euren Fotograf und Hobbyschrauber und Golf 2 Liebhaber und keine Ahnung. Und heute geht es um den Umbau von elektrischen Spiegeln. Und zwar habe ich keinen Bock, beziehungsweise ich habe hier Fahrerseite und passet auf. Beifahrerseite elektrische Spiegel. Theoretisch geht es auch mit Passat 35i Sachen. Und wir werden die ganze Technik, ich leg's mal dahin, in die feinen Eisspiegel verbauen. Da ich ja die lackiert habe, komplett, habe ich keinen Bock, das jetzt nochmal lackieren zu lassen. Deswegen bauen wir das einfach mal komplett zusammen um und gucken mal, was dabei rumkommt. Und ja, da fangen wir jetzt einfach mal an. So, ich hoffe, dass ihr das seht. Als erstes werde ich die Spiegel, das Zeug von meiner Kamera, tun wir auch mal wegmachen, dass ich euch da mache. Als erstes tun wir die Spiegelgläser wegmachen. Das heißt, ich fahre hier runter, bis es knackt. Und dann vorsichtig und hoffen, dass nichts kaputt geht, werden wir das Spiegelglas jetzt lösen. So. Das Spiegelglas ist scharf weg. Das kommt da wieder rein. Das habe ich aus Versehen weggezogen. So. Spiegelglas weg. Dann geht das weiter. Jetzt muss ja die ganze alte Technik weg. Das habe ich vergessen, das schon vorzubereiten. Wir brauchen einen Schlitzschraubenzieher. Wir nehmen den da. Ach, Vorbereitung ist alles, Leute. So. Dann schrauben wir das Ganze raus. Das sind 4 Schrauben. So. Raus damit. Dann haben wir das so in der Hand. Und jetzt müssen wir das einfach nur theoretisch rausziehen. Ja, das gleiche machen wir jetzt hier drüben auch. Weg ist es. Was ich irgendwann mal machen muss, ich muss mir hier Beheizte holen. Es sind jetzt keine Beheizten, es gibt aber Beheizte. Jetzt machen wir den ganzen Klabberadatsch. Genau das gleiche Spiel. Das hätte ich euch zeigen sollen. Ihr habt hier diese Schrauben, die haben wir hier drin auch. Die 4 Stück machen wir raus. Natürlich nicht mit dem hier. Das haben wir den passenden. Die Schrauben wir weg. Einmal. Zweimal, dreimal, viermal. So, theoretisch haben wir es jetzt weg. Da das jetzt hier aber nicht ganz so einfach ist, müssen wir das jetzt erstmal wieder auspinnen und dann da durchziehen. So, kleiner Break, weil ich selber jetzt gucken musste. Wir pinnen das ganze Zeug jetzt aus. Ich gehe her und mache von den Stecker hier hinten, weil ich einfach echt zu doof bin, mir das zu merken. Machen wir Bilder, dann weiß ich, wo was hingehört. Und jetzt machen wir das Auspinnwerkzeug und dann ist das fast gleich erledigt.
So. Das Auspinnen geht ganz leicht. Reindrücken, ein bisschen runter. Ah, und der Vorführeffekt jetzt wieder. Genau, doch, da ist es draußen. So. Kabel weg. Das gleiche wie im schwarzen. Hier ist es eher, treffe ich das Scheißteil, dass ich es rauskrieg. So. Jetzt war ich ein bisschen ruhig, weil das war jetzt schon ein bisschen. Naja. Jetzt bei den kaputten habe ich jetzt die Klappe da unten weggemacht. Das mache ich nachher bei dem lackierten auch. Und dann könnt ihr das einfach so rausziehen. Dann habt ihr hier eine leere Hülle. Die könnt ihr dann wegtun. Das Schöne ist, wenn ihr schon dabei seid, ich meine, ihr werdet es wahrscheinlich sehr wenig bewegen, aber solltet ihr das machen, ölt es doch auch mal geschwind. Das Zeug ist wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten nicht mehr geschmiert worden. Und dann machen wir das jetzt einfach auch geschwind. So, jetzt machen wir ein bisschen Werbung. Zum Schmieren nehme ich Brunox Turbo Spray. Warum nehme ich das? Das schmiert nicht. Oder es harzt nicht. Und deswegen. Es schützt auch das Metall da drin. Das muss man ja auch dazu sagen. Ist ja nicht nur, dass sich das Ding bewegt, sondern vom Prinzip her ist es auch, dass das Metall geschützt ist und euch nicht weggammelt. So, dann ziehen wir den ganzen Klapperadatsch wieder da durch. Passen hier auf, ziehen es von hier aus hinten rein, unten durch, das muss Kabel dann auch im Innenraum haben. So. Ein bisschen aufpassen, dass ich meinen Lack nicht kaputt mache. Deswegen habe ich auch unten drunter diesmal ein Mikrofasertuch liegen. So. Das sieht doch gar nicht scheiße aus. So. Noch was. Hier oben habt ihr stehen Top. Das heißt, ihr wisst dann auch, wie das Ding rangehört. Also das könnt ihr es eigentlich nicht verwechseln. Ne? Das hier unten schön reinlegen, drauflegen und gucken, dass ihr wieder alles erwischt, was ihr erwischen müsst. Das bleibt so drin. So. Dann kommen die Schrauben wieder rein. Das sieht sehr gut aus. Knack, knack, knack. Den Motor haben wir drin. Das Kabel haben wir drin. Jetzt baue ich die Lackierte-Unterfläche wieder drauf. Dreck wegmachen. Und das machen wir anders da. Das machen wir noch ein bisschen da rein. Dass es geschützt ist. So sieht das toll aus, genau. So kann man das lassen. Rein. So. Das hier war das vom
elektrischen. Wir nehmen natürlich meinen Spiegel, der ist besser. Nicht gut, also nicht hundertprozentig top, aber besser. Da werde ich mir jetzt neue kaufen. Und da haben wir, ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Spiegelglas gemacht hat. Wir haben hier Noppels, solche Öffnungen, und wir haben hier die Nöppels. So, jetzt müsst ihr gucken, dass ihr da direkt perfekt drüber liegt. Und dann drückt es einfach drauf und dann ist euer Spiegel fertig. Sieht man es? Ich war wahrscheinlich wieder drüber, das passiert mir gerade sehr oft. Und dann habt ihr den Spiegel fertig. So. Elektrischer Spiegel Punkt 1 ist fertig. Jetzt müssen nur noch die zwei Teile dran. Aber das machen wir jetzt alles nochmal schön im Schnelldurchlauf mit dem anderen Spiegel, denn ich brauche ja auch noch was für Instagram. Social Media ist alles heutzutage. Bis gleich. Fertig, der zweite ist jetzt auch fertig, das heißt, es wird jetzt eingebaut. Passt auf, was braucht ihr? Ihr braucht ein Pin-Werkzeug, dass ihr das auspinnen könnt. Kann ich euch in die Beschreibung unten verlinken. Da habe ich einen kompletten Kasten, gar nicht so arg teuer. Dann brauchen wir einen Kreuzschraubenzieher, was zum Raushebeln. Und ich finde ganz praktisch Spitzzange. Das nächste ist ein bisschen Öl, weil das Scharnier einfach dann dementsprechend sich wieder bewegen lässt. Weil ihr braucht es nicht oft. Also, und es soll ja nicht kaputt gehen. Das am Spiegel. Jetzt nehme ich euch geschwind mit. Ich habe erst gedacht, ich mache das anders da, aber ich mache das jetzt so. Braucht mal ein Licht. Gehen wir an die Fahrertür, weil nur an der Fahrertür es wichtig ist. So. Jetzt sind wir an der Fahrertür. Jetzt finde ich das Dreieck nicht mehr, was ich rausgemacht habe. Aber wenn ihr die Tür auf habt und habt manuell von innen Betätigung, Spiegelbetätigung, wisst ihr, was ich meine. Ich gehe jetzt einmal, drehen wir es um. So. Hier habt ihr normalerweise die manuelle Spiegelverstellung. Hier müsstet ihr Nieten rausbohren und dann einfach wegmachen, weil hier nachher, das habe ich nicht da, hier sitzt dann eure Spiegelverstellung in dem Bereich. Hier irgendwo. So. Deswegen muss die weg. Beifahrerseite, da könnte ich eigentlich rüberlegen, weil da ist es, dieses Spiegelteil. Beifahrerseite muss es nicht weg. Und ja, in diesem Sinne, probieren wir mal, ob es funktioniert. Und dann sage ich schon mal ciao und danke fürs Zusehen. Abonniert mich, folgt mir, guckt euch die anderen Videos an, wie zum Beispiel US-Rückleuchtenumbau
oder sonstigen Gruscht, was ich alles schon gemacht habe, um euch zu unterhalten. Und wir sehen uns ganz bald.